Moin moin und hallo, herzlich willkommen bei Game 2. Heute haben wir so krasse Themen in der Sendung, das müsste eigentlich verboten werden. Aber bevor das Verfahren durch ist, hauen wir die einfach raus. Wir hätten hier zum Beispiel Rise of the Ronin, das PS5-exklusive Samurai-Open-World-Geschnetzel. Und den ersten richtig großen Auftritt von Prinzessin Peach. Los geht's aber mit Dragon's Dogma 2. Der erste Teil war eher so Marke Geheimtipp, beim Nachfolger hat sich aber schon so langsam rumgesprochen, dass hier was Großes auf uns zukommt. Und das können wir nur bestätigen. So ein Fisch. Mindestens. Ja. Je nachdem, ob ihr mit Dragon's Dogma in den letzten 12 Jahren Spaß hattet oder eben nicht, zuerst die gute bzw. schlechte Nachricht. Teil 2 ist durch und durch Dragon's Dogma. Abgesehen von der moderneren Technik bleibt das Action-Rollenspiel auch 2024 vergleichsweise kauzig und passt sich gängigen Genre-Konventionen nicht an. Allerdings, die Inszenierung kommt ähnlich fade daher wie beim mittlerweile pubertierenden Erstling. Das heißt nicht, dass es in Dragon's Dogma 2 keine dramatischen Momente gibt. Euch sollte nur bewusst sein, dass im Genre andere Titel existieren, die die Geschichte mit mehr Tamtam präsentieren. Auch einige Missionen wirken trotz cleverer Ideen spielerisch etwas unausgegoren. Beispielsweise, wenn ihr euch wo reinschleichen sollt, aber gar nicht wirklich schleichen könnt. Manchmal fühlten wir uns auch etwas in der Welt verloren und wussten nicht so recht, wohin es als nächstes gehen sollte. Und technisch ist das Abenteuer zwar durchaus schick, läuft jedoch aktuell nicht ganz sauber und ist auf dem PC ziemlich hardwarehungrig. Aber wo der Story und den Quests 1-2 Puzzlestücke fehlen, stopft Dragon's Dogma 2 die Lücken an anderer Stelle. Dabei entsteht zwar kein ganz durch und durch stimmiges Bild, hier und da stehen vielleicht auch ein paar Ecken des Puzzles ab, aber irgendwie macht das auch den Charme des Spiels aus. Und um euch den etwas näher zu bringen, möchte ich euch an dieser Stelle nun die 15 bemerkenswertesten Dinge über Dragon's Dogma 2 zeigen, durch die mich das Spiel in den Bann gezogen hat. Ab die Post, wir haben keine Zeit! Die Welt von Dragon's Dogma klingt wie ein großer Widerspruch. Sie wirkt wahnsinnig groß, ist aber nicht erschlagend. Sie ist offen, aber auch gleichzeitig überraschend eingegrenzt. Sie wirkt organisch, protzt aber trotzdem mit unglaublich viel Kleinkram zum Entdecken. Und auch wenn die Quests spielerisch nicht immer ganz zünden, ist es cool, wie natürlich es zu den Aufträgen kommt. Da werdet ihr nicht mit leuchtenden Ausrufezeichen gelockt, sondern lauft einfach zufällig Leuten über den Weg, die ein Anliegen für euch haben. Das trägt ungemein dazu bei, dass sich die Welt glaubhaft und lebendig anfühlt. In einem Meer aus Spielen, die endlose Service-Games oder zumindest in ihrer Open World immer dreimal so groß wie das Spiel aus dem letzten Monat sein wollen, ist das einfach wahnsinnig erfrischend und eigen. Allerdings würde ich davon abraten, einfach blindlings in die Welt hinauszustürmen und euch Hals über Kopf ins nächstbeste Abenteuer zu stürzen. So verlockend das auch sein mag. Denn mit jedem Schlag, den ihr während der Keilereien kassiert, reduziert sich eure Gesundheitsleiste dauerhaft. Natürlich könnt ihr euch heilen, aber eben nicht mehr vollständig. Nur wenn ihr ein Camp aufschlagt oder ein Gasthaus besucht, lässt sich die komplette Gesundheit wiederherstellen. Zusätzlich müsst ihr auch noch eure Traglast im Auge behalten. Durch die vielen Materialien und Schätze, die ihr bei euren Ausflügen garantiert einsackt, werden eure Taschen nach und nach so schwer, dass ihr euch nur noch langsamer fortbewegen könnt und eure Ausdauer schneller schwindet. Was im ersten Moment lästig klingen mag, sorgt dafür, dass sich jede Reise wie ein sorgsam geplantes Abenteuer anfühlt, bei dem ihr mitgenommene Ausrüstung und die Länge des Marschs vorausschauend abwägen müsst. Weiteres potenzielles Problem der Reiserei? Ständige Lauferei von A nach B. Die Lösung ist natürlich Schnellreise. Aber auch die handhabt Dragon's Dogma ein bisschen anders. Einige Ortschaften haben spezielle Zielkristalle, die ihr aktivieren könnt. Besitzt ihr einen Reisestein, dürft ihr diesen nutzen und euch dahin teleportieren. Weil Reisesteine aber verdammt selten sind, habe ich lieber den Ochsenkarren genutzt, der einen für ein bisschen Gold quer durch die Walachei kutschiert. Ein richtiges Abenteuer. Ja, gut, ihr könnt auch einfach ein Nickerchen machen und wacht dann am Zielort auf. Wenn euch nicht mitten in der Fahrt Monster unsanft wachrütteln, denn der Ochsenkarren kann überfallen werden, dann müsst ihr die Schlummerei unterbrechen und zur Waffe greifen. Und wo wir schon dabei sind, auch wenn es erst ungewohnt ist, dass es gar keine Funktion zum Anvisieren gibt, bocken die Kämpfe dank ordentlich Backenschmackes und geilen Fähigkeiten. Gerade die Fights gegen große Monster zählen zu den Höhepunkten und erinnern ein bisschen an Monster Hunter.
Die Ungeheuer haben spezielle Verhaltensweisen und Schwachpunkte, die ihr gezielt malträtieren dürft. Weil die stellenweise gar nicht so leicht zu erreichen sind, müsst ihr an den Viechern auch noch herumklettern, was für eine extra Portion Nervenkitzel sorgt. Zusätzlich bringt das auch noch eine weitere taktische Komponente rein, weil ihr gezielt Körperteile angreifen und damit die Möglichkeiten des Gegners einschränken könnt. Zum Beispiel, wenn ihr dem Löwenkopf der Chimäre ordentlich einschenkt. Auch cool, ihr könnt Dinge greifen und werfen. So eine dumme Harpie nervt euch mit ihren einschläfernden Gesang und ihr kommt mit eurem Schwert nicht dran? Werft einfach einen Kobold. Und diese praktische Fähigkeit beschränkt sich nicht nur auf den Kampf. Zugegeben, die vier anfänglichen Klassen Kämpfer, Bogenschütze, Magier und Dieb sind ziemlicher Rollenspielstandard. Aber zum Glück hört es da nicht auf, denn Dragon's Dogma 2 hat insgesamt 10 unterschiedliche Laufbahnen, die ihr euch im Spielverlauf erst verdienen müsst. Da gibt es zum Beispiel noch den Zweihänder schwingenden Krieger, den kampferprobten Erzmagier und die mystische Klinge, eine Mischung aus Kämpfer und Magier mit darfmauligen Doppelklingen. Aber idealerweise lasst ihr eure treuen Begleiter die meiste Drecksarbeit machen. Die sogenannten Vasallen, im Englischen heißen sie Pawns, wird später wichtig, stehen euch nämlich während des gesamten Abenteuers zur Seite. Die KI-Kollegen hören überraschend gut auf eure Kommandos und verleihen den Gefechten eine spannende Gruppendynamik. Euer Magier soll euch mitten im Kampf aufpäppeln, drückt auf Hilfe und ereilt mit dem Heilungszauber herbei. Aber auch außerhalb der Reibereien sind eure Vasallen nützlich. Ständig machen sie euch auf interessante Dinge in der Nähe aufmerksam oder leiten euch in Aufträgen an. Vielleicht vermisst ihr anfänglich die Möglichkeit, das Ganze im Koop spielen zu können. Aber das verfliegt ganz schnell, weil... Naja, mal Hand aufs Herz. Was? Wolltest du was von der Scheune kriegen? Ja, sorry. Ja, ich zieh schon mal weiter. Oh, ein Zyklop. Ich bin tot. Leute, revive bitte. Was, Mutti? Leute, ich bin kurz abka. Was? Ich hab das Netz zerlegt. Leute. Ich lieg hier noch. Ja, was? Achso. Ja, hab dich auch nicht. Geh. Tschüss. Kann mich einer wiederbeleben? Ich hasse Menschen. Da weiß man die Pawns echt zu schätzen. Die sind auch immer nett. Digga, laber nicht, du Huren! Wo war ich? Ach ja. Dass ihr euch die einzigartigen Vasallen anderer Spielerinnen und Spieler aus dem Pornhub in die Party holen könnt, ist auch cool. Auch euer Hauptbegleiter kann von anderen Spielerinnen und Spielern angeheuert und so in andere Welten Aufträge erledigen und Geschenke verdienen. Bei der Rückkehr in eure Welt gibt es dann einen Abschlussbericht. Und da können manchmal seltsame Sachen drinstehen. What the fuck? Falls ihr euch fragt, warum es in der einen oder anderen Stadt ein Leichenhaus gibt, NPCs können sterben. Ihr erinnert euch? Dann müsst ihr einen kostbaren Lazarusstein benutzen, um die Gefallenen wiederzubeleben. Wenn ihr zu lange getrödelt habt, müsst ihr dem örtlichen Bestatter einen Besuch abstatten. Ihr könnt es aber auch lassen, weil ihr so unliebsame Hindernisse wie völlig an den Haaren herbeigezogenes, niemals so geschehenes Beispiel Torwachen aus dem Weg räumen könnt. Seid ihr eher so der pazifistische Typ, geht das aber auch anders. Ihr wollt den Palast in der Hauptstadt von Vermont erkunden, ohne wegen Hausfriedensbruch in den Kerker geworfen zu werden? Streift euch die Fußsoldatenrüstung drüber und ihr werdet in Ruhe gelassen. Meistens zumindest. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, sich einen Weg ans Ziel zu ebnen. Ihr müsst einen Abgrund überwinden? Warum einen Umweg in Kauf nehmen, wenn ihr auch einfach einen Oger so zum Stolpern bringen könnt, dass ihr dieses riesige Ungetüm als Brücke zweckentfremden dürft? Wie geil ist das denn bitte? Ohne passende Brücke wird's schnell gefährlich, denn dann droht nicht nur der Sturz in die Tiefe, sondern auch oft der Sturz ins Wasser. Die Furcht davor nimmt in dem Spiel komplett neue Formen an. In tiefen Gewässern lauern nämlich die sogenannten Laken. Was die machen, zeigt euch dieser Herr völlig unbeeindruckt am Anfang des Spiels, was wirklich ulkig ist. Aber nicht nur im Wasser solltet ihr besser nicht zu viel Zeit vertrödeln. Zeit ist nämlich generell so ein Ding in Dragon's Dogma 2. Lebensmittel reifen, bekommen dadurch bessere Eigenschaften oder verderben. Außerdem werden Dinge, die ihr in der Welt zerstört, nach einer Weile wieder repariert und gepflückte Rohstoffe wachsen nach. Auch wenn es um Quests geht, spielt Zeit eine wichtige Rolle.
Immer wieder sollt ihr bestimmte Orte nach ein paar Tagen erneut besuchen, um zu sehen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Außerdem ist es ratsam, nicht blind sofort jeden Auftrag anzunehmen, weil es auch einige gibt, die voranschreiten und Konsequenzen haben, wenn ihr für ein paar Tage untätig bleibt. What's going on? Generell reagiert die Welt von Dragon's Dogma 2 auf euer Verhalten. Helft ihr zum Beispiel am Anfang diesem kleinen Mädchen hier, dann bedankt sie sich nicht nur bei euch, sondern ihr erhaltet auch noch einen Rabatt beim Laden ihres Großvaters. Ihr könnt anderen Personen auch ganz uneigennützig Geschenke machen, damit sie euch mögen. Nicht Scherz. Natürlich wollt ihr Vorteile und Geschenke haben. Denn wenn nicht, dann... In der Ruhestadt gibt es einen Kuriositätenhändler, der wie im ersten Teil Fälschungen herstellt, die zwar originalgetreu aussehen, allerdings nicht die Eigenschaften der Vorlage besitzen. Und dann gibt's da noch Essen, das ihr euch am Camp zubereiten könnt. Aber wieso sieht das, was ihr da aus den Überresten von verprügelten Monstern für Buffs zubereitet, so realistisch aus? Da würde ich am liebsten... Geil. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, aber Dragon's Dogma 2 ist richtig lecker. Verzeihung. Auch wenn ich in den letzten Wochen jede erdenklich freie Minute in dessen Welt verbracht habe und nach rund 50 Stunden die Credits über den Bildschirm flimmerten, entdeckt habe ich noch längst nicht alles. Deswegen habe ich auch Bock, direkt ins New Game Plus reinzustarten. Dann wäre da aber noch die Sache mit den Mikrotransaktionen. Es ist schon quatschig, dass ein Singleplayer-Titel zum Release 21 Objekte für Echtgeld zum Kauf anbietet. Keine Frage. Glücklicherweise handelt es sich jedoch nur um Gegenstände, die ihr während eures Abenteuers auch erspielen könnt. Turnen euch die Ecken und Kanten nicht ab, verdient Dragon's Dogma 2 eure gesamte Aufmerksamkeit. Denn im Gegenzug werdet ihr mit Erlebnissen belohnt, die in dieser Form nahezu einzigartig sind. Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu den News. Krogi baut diese Woche ein Hummelhotel auf und deswegen übernehme ich mal. Und los geht's direkt mit ein paar eher unerfreulichen Nachrichten. Bei Sony scheint's nämlich nicht ganz so gut zu laufen. YouTuber und Streamer Astacross soll eine Mail aus internen Reihen von Sony erhalten haben. In dieser stehe, dass Sony den Kauf von Bungie als Fehlentscheidung sehe. Bungie habe sehr viel mehr gekostet, als es einbringen würde, sodass eine Umstrukturierung der Führungsebene im Gespräch sei. Da die Mail aber anonym verfasst wurde und es bisher auch kein Statement von Sony gibt, ist der Wahrheitsgehalt dieser Information unklar. An anderer Stelle soll es bei dem Tech-Giganten aber auch noch brennen. Denn laut Bloomberg wurde die Produktion der PSVR 2 gestoppt. Interne Quellen sollen von den schlechten Verkaufszahlen der Virtual Reality-Brille berichtet haben. Die Nachfrage sei seit ihrem Release im letzten Jahr stetig gesunken, die Lagerbestände aber noch voll. Laut einer externen Analystin seien die Gründe dafür der hohe Preis und das noch überschaubare Angebot an VR-Titeln. Um potenzielle Kundschaft trotzdem zum Kauf zu motivieren, arbeitet Sony gerade daran, die PSVR 2 für PC-Spiele zugänglich zu machen. Wir wissen alle, News gibt's nie genug. Verstehe? Ne? Ja, deswegen gibt's den Rest jetzt im Schnelldurchlauf im... Die Zukunft! Vergangenen Donnerstag wurden bei der Future Games Show wieder einige Titel vorgestellt. Unter anderem Death Sprint 66, ein Arcade-Racer, der an Ghost Runner erinnert, The Operator, in dem es Mord- und Vermisstenfälle zu lösen gilt, oder auch der neue Titel von Dorfromantik-Studio Tucana Interactive, die zusammen mit Kurzgesagt unter dem Arbeitstitel Project Mango 2025 ein Weltraumabenteuer starten wollen. Ich glaube, es hackt. Während eines Qualifikationsspiels für das Finale der Apex Legends Global Series wurde ein ehemaliger sowie der amtierende Weltmeister jeweils Ziel eines Hackerangriffs. Das Spiel wurde sofort abgebrochen. Kurz darauf gab Entwickler Respawn über X, ehemals Twitter, bekannt, an der Sicherheitslücke zu arbeiten. Insektenbekämpfung. Das erste von zwei Updates für die Star Wars Battlefront Classic Collection ist jetzt für den PC verfügbar und bereinigt eine lange Liste an größeren Bugs. Vor allem diese hatten für einen ziemlich schlechten Release gesorgt. Wann das Update auf Konsolen erscheint, ist noch nicht sicher. All In. Das Roguelike-Kartenspiel Balatro verkaufte sich im ersten Monat nach Release über 1 Million Mal. Für den Erfolgstitel soll Studio Local Thunk laut einem Reddit-Post jetzt zusätzlich an einer Mobile-Version arbeiten. Farm OS. Update 1.6 für Stardew Valley ging am vergangenen Mittwoch online.
Zu den neuen Inhalten zählen unter anderem der Meadowlands-Hof als Startoption und die Möglichkeit, Mayonnaise zu trinken. Woo, nice! Kein Wunder, dass das Spiel gerade auf Steam seinen All-Time-Peak feiert. Kritischer Erfolg. Die Larian Studios gewannen bei den Game Developers Choice Awards mehrere Preise in verschiedenen Kategorien für Baldur's Gate 3. In seiner Dankesrede übte Game Director Sven Winke scharfe Kritik an der Personalpolitik der Studios, die Teil der großen Entlassungswelle waren. I keep on seeing the same mistakes over and over and over, and it's always the quarterly profits. Später teilte er ebenfalls mit, dass nicht nur keine DLCs, sondern auch kein vierter Teil der Reihe geplant wären. Das war's dann auch schon wieder mit den News. Ich sag tschüss. Tschüss. Peach ist im Mario-Universum ja den meisten nur als Damsel in Distress bekannt, die ständig gerettet werden muss. Dabei wird ihr das so gar nicht gerecht. Aber echt, sie hat den Job nach dem uralt Donkey Kong-Spiel ja auch nur von Pauline übernommen, weil die Bürgermeisterin von New Donk City werden wollte. Und das, obwohl Princess Peach nebenbei selber noch ein Pilzkönigreich zu managen hat. Und außerdem muss sie schon seit Super Mario Bros. 2 auch selbst ran und kann seitdem sehr gut retten. Tja, Prinzessin Peach ist eine extrem unterschätzte Figur, aber damit ist jetzt Schluss, denn in Princess Peach Showtime bekommt sie endlich ihren großen Solo-Auftritt. Let's go, Peach! Peach, 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 Peach! Scheinwerfer an, Vorhang auf und Bühne frei. Im bisher größten und auch bisher einzigen neuen Nintendo-Titel dieses Jahr heißt es zur Abwechslung nicht Mario Time! Oder vielleicht It's Luigi Time! Sondern endlich Peach Time! Die oft entführte, aber selten erreichte Prinzessin aller Klempnerträume darf endlich wieder selbst aktiv werden. Das ist zwar nicht ganz ihr Debüt, aber wer erinnert sich schon an Super Princess Peach für den DS? Nach einem also viel zu langen Dasein als Nebenfigur darf sie 19 Jahre später in Showtime endlich wieder die Hauptrolle übernehmen. Und das sogar wörtlich. Bei einem Besuch im Funkeltheater wird dieses von der maskierten Bösewichtin Grape und ihrer Sauertruppe überfallen. Kurzerhand ist das komplette Gebäude unter ihrer Kontrolle und alle Theateraufführungen vollkommen durcheinander. Um nun die einzelnen Theaterstücke und ihre Darsteller zu retten, schlüpft Miss Toadstool in sämtliche Kostüme und die entsprechenden Rollen. Das reicht von der Fechterin Peach und Ninja Peach über Superheldin Peach bis hin zur Eiskunstlauf Peach. Jedes der Stücke hat seine eigene Story, unterteilt in drei Akte, Level. Und jede Rolle und jedes Outfit bringt sein eigenes Gameplay mit. Als Cowgirl braucht es geschickte Lassowürfe. Als Detektivin gilt es hingegen, einer Reihe von Hinweisen nachzugehen. Und als Patisserie Peach die leckersten Kekse aller Zeiten zu backen und überlebensgroße Torten zu verzieren. Das ist alles sehr kurzweilig. Man sollte seine Gameplay-Erwartungen dabei allerdings etwas herunterschrauben. Bis auf das Nintendo-typische Hüpfen werden alle Aktionen mit einer einzigen Taste ausgelöst. Vom Enterhakenschuss der Meisterdiebin bis zum Meerjungfrauengesang. Alles per B-Taste. Hin und wieder muss man die gedrückt halten oder vielleicht sogar mehrfach hintereinander drücken. Ach ja, eine Ausnahme gibt es doch. Die Schultertaste lässt die Prinzessin galant fürs Publikum posieren. Damit lassen sich hin und wieder kleine Verstecke finden oder Extras auslösen. Das war's dann aber auch schon mit der Gameplay-Tiefe. Dieser Mangel wird allerdings durch Abwechslung ausgeglichen. Die einzelnen Abschnitte dauern nie zu lang. Und bevor man in Langeweile verfallen könnte, vollzieht man einen Kostümwechsel und wählt eine andere Vorstellung und damit verbundene Aufgaben. Hinzu kommt das wirklich schöne Design der einzelnen Bühnenbilder. Da eben alles Theaterstücke sind, ist das Pferd, auf dem man reitet, aus Pappe und hängt an Seilen. Und auch das Seegras ist eigentlich aus Holz und zweckmäßig nur von einer Seite bemalt. So folgt eine charmante Kleinigkeit der nächsten. Der Schwierigkeitsgrad ist dabei, wie man es mittlerweile von Nintendo kennt, eher niedrig angesiedelt, sodass man nur selten etwas wiederholen muss. Anreiz, es trotzdem zu tun, geben die versteckten Funkelkristalle und das Sammeln von Extramünzen, um sich im Shop, wie könnte es anders sein, neue Outfits für die Titelheldin und ihre Begleiterin zu besorgen. Die kann man sonst auch noch versteckt in den Leveln finden oder bei Proben dazu verdienen. Princess Peach hat mit Showtime eine ordentliche Premiere auf der Switch gefeiert, die alternde Hardware hier und da aber auch ganz schön in die Knie zwingt. Insgesamt gibt es viel zu entdecken und freizuschalten und das bringt einiges an Spielspaß. An die Qualitäten anderer Spin-Offs, wie zum Beispiel eines Luigi's Mansion, reicht es aber leider nicht ganz heran. Dafür bleibt es doch alles etwas zu seicht. Das finden wir schade, denn eine ordentliche, vollwertige Spielereihe hätte Peach durchaus verdient. So wirkt es aber eher wie ein Gastspiel. Wenn hier also der letzte Vorhang fällt, gibt es vielleicht keine stehenden Ovationen,
Gegen eine Zugabe mit ein bisschen mehr Feinschliff hätten wir aber überhaupt nichts einzuwenden. Der Begriff Bakumatsu-Ära hört sich als Setting für ein Videospiel vielleicht erstmal etwas verstaubt an. Japans dunkelste Epoche. Klingt auch schon nach mehr Action. Und spätestens, wenn man den Namen Team Ninja hört, dann weiß man, verstaubt ist bei Rise of the Ronin nix. Verhauen wird dafür einiges. Und wenn euch all das immer noch nichts sagt, dann hört jetzt genau zu. John erklärt alles nochmal ganz genau. Das japanische Studio Team Ninja wagt sich mit dem PlayStation-Exklusivtitel Rise of the Ronin an ein Konzept, das oft probiert, aber selten gut gemacht wurde. Eine von der Story vorangetriebene immersive Open World. Bekannt geworden ist das Studio hinter Dead or Alive und Ninja Gaiden, aber für blitzschnelle Action und einen knallharten Schwierigkeitsgrad. Dass sie mit dem schlüssigen Aufbau einer Geschichte weniger Erfahrung haben, zeigte sich zuletzt in Wulong Fallen Dynasty. Denn hier werden einfach zu viele chinesische Figuren und Orte durcheinander gewürfelt, als dass man die auseinanderhalten könnte. My name is Hong Jing. Zhao Yun. Lu Bu. Zu Zu. Am Ende waren sich bei den Team Ninja-Spielen alle einig, Story meh, Action geil. In Rise of the Ronin soll nun endlich die Kombination aus beidem gelingen, mit einem historisch akkuraten Setting. Japan in der Mitte des 19. Jahrhunderts, auch bekannt als die Bakumatsu-Ära, ist auch echt spannend, kann ohne Abschluss in Japanologie aber auch echt unübersichtlich sein. Das von der Außenwelt isolierte Japan steht durch gewaltsamen Druck westlicher Großmächte kurz vor der Öffnung für Handel mit dem Ausland. Wie in der Geschichte stehen dieser Öffnung auch im Spiel japanische Fraktionen gegenüber, die sich miteinander im Krieg befinden. Während die Pro-Shogunat-Fraktion einen Deal mit den Amerikanern aushandeln will, kämpft die protektionistische Gegenseite entschlossen dagegen an. In der Rolle eines Ronin, also eines umherziehenden, herrenlosen Samurai, lernen wir all diese Fraktionen und Beweggründe involvierter Parteien kennen. Man baut mit beiden Seiten Beziehungen auf, sammelt viel zu viele Bekanntschaften und muss schnell erkennen, dass die Einordnung in Gut gegen Böse in diesem Konflikt viel zu oberflächlich ist. Diese hitzige Zeit Japans ist außerdem die Bühne für das Ende der Samurai durch das symbolhafte Ablösen des Katanas durch das Gewehr. Wer bei Team Ninja also immer noch an Beachvolleyball denkt, muss sich auf deutlich ernsteren Stoff gefasst machen. Der historische Kontext geht sogar so weit, dass Rise of the Ronin in Südkorea verboten wurde, weil die umstrittene Figur des Gelehrten Yoshida Shoin im Spiel vorkommt, dessen Lehren in Verbindung mit den japanischen Expansionsversuchen in Südkorea stehen. Ich konnte mit dem mir kulturell so entfernten Setting bis zuletzt nur schwer connecten. Was zum Teil auch an der deutschen Synchro liegen mag, denn die ist wirklich unter aller Sau und reißt einen in Rekordzeit aus dem Samurai-Tagträumen heraus. Ich wünschte, ich könnte das ganze Spiel auf Japanisch spielen. John,ついにここに来たよ。何してるの? ああ、こんにちは、サビネ。元気ですか?ジョン、それは本当に誰にも理解できないよ。すぐにゲームをドイツ語に切り替えて、それも腹く。ああ、めんどくさいよ。 Hey, kannst du mir helfen? Mein Pferd wurde gestohlen. Das kommt mir jetzt schon ein wenig Spanisch vor, das muss er da sagen. Also jetzt tu mal den Lesebrühen auf, boah. Hau rein, ne? Danke für nix. Und auch mit dem Gameplay muss man erstmal warm werden. Die ersten Stunden des Spiels sind echt verwirrend und das Open-World-Gameplay macht zwar wenig falsch, wirkt aber einfach ein bisschen zu Standard. Baby, komm, slice für mich Slow-Mo. Enterhaken, Jumps wie Sekiro. Leuchtfeuer, Souls like Logo. Gleiter fliegt schnell durch die große Stadt. Standard. Roter Punkt, Dreieck für Konter. Standard. Schleich dich an für ein Attentat. Standard. Vierbeiner streicheln wie ein Tsushima. Standard. Checklist hemmen den Erkundungstrieb. Standard. Shoutout an Assassin's Creed. Standard. Gameplay Features nur Duplikat. Standard. Scheiß drauf, Digga, mach trotzdem Spaß. Standard. Ja, die Einflüsse aus Assassin's Creed, Sekiro etc. pp. Sind offensichtlich, stören aber kaum, weil Rise of the Ronin versteht, diesen Gameplay-Mix mit Team-Ninja-typischer Action zu versehen. Gerade zu Beginn wird die aber leider von einer Flut an Tutorial-Fenster gebremst. Und auch die Story hat Startschwierigkeiten. Genauso schnell wie die Erklärfenster einprasseln, wird man hier nämlich als Hälfte eines Zwillingspaares verortet, die in einem geheimen Orden ausgebildet wurde.
Dinge passieren, Leute segnen das Zeitliche und wir werden von unserem Zwilling getrennt. Die Suche nach unserer anderen Hälfte beginnt und der Titel erscheint auf dem Bildschirm und man denkt sich einfach nur... Okay. You know what I'm talking about? Okay. Ich habe das aber auch schnell ausblenden können. Denn das wunderschöne Schnetzeln, wie es nur Samurai können, hat meine Erwartungen direkt zu Beginn übertroffen. Sollte ich ihn vielleicht so richtig ausnehmen? Huch, wir sind ja ab 12. Dann stelle ich die Verstümmelungseffekte mal lieber aus. Müssten wir ja sonst alles rausschneiden. Wusstet ihr eigentlich, dass in Akira Kurosawas Film Sanjiro ein technischer Defekt einer Filmblutpumpe die Geburtsstunde überzeichneter Gewalt in Film, Animes und Videospielen ist? Einfach genial. Genauso wie die rasante Action von Rise of the Ronin. Durch gut getimte Konter müsst ihr ähnlich wie in Wulong die Ausdauer des Gegners brechen, um dann Schaden auszuteilen. Kleinere Gegner könnt ihr mit einem Knopfdruck sofort abfrühstücken, bei dickeren Brummern senkt ihr deren Ki-Anzeige Stück für Stück, bis ihr sie im Sack habt. Okay, ich schwöre, ich hatte ihn im Sack. Hier ist sein Schwert, ich hatte es aber nicht aufgenommen. Ja, und Monster und Drachen gibt es hier nicht. Dafür Soldaten mit monströs großen Köpfen. Abwechslung wird hier eher durch die Vielfalt an Schwertern, Speeren und Schusswaffen erzeugt. Dieser Abwechslungsreichtum steht uns natürlich auch zur Verfügung. Noch geiler wird es, wenn man die Movesets einer Waffe durch verschiedene Stile verändert und dann noch mit einem Waffenswitch zu ellenlangen Kombos verkettet. Team Ninja hat sich dabei für ihre Verhältnisse echt Mühe gegeben, das Ganze zugänglich zu gestalten, ohne Tiefgang dafür zu opfern. Einige Puristen wird die niedrige Einstiegshürde aber trotzdem enttäuschen. Um euer Move-Repertoire noch mehr zu erweitern, könnt ihr neue Stile von anderen Personen lernen und hier kommt das Bindungssystem ins Spiel. Je höher die Bindungsstufe zu einer Person, desto geilere Belohnungen und Kampfstile warten auf euch. Und wie baut man Freundschaften auf? Na klar, durch Geschenke. Du hast ins Schwarze getroffen. Neben diesen Bestechungen stärkt ihr das Band zu anderen, wenn ihr sie auf Missionen mitnehmt. Dann wechselt die offene Spielwelt in schlauchige, begrenzte Level. Diese Missionen sind auch im Multiplayer spielbar, was mir vor Release aber noch nicht möglich war. Ist die KI mit von der Partie, könnt ihr im Kampf zu anderen Charakteren springen und lernt hier und da Movesets anderer Waffen kennen, die euch inspirieren, aus eurer Komfortzone auszubrechen. Es fühlt sich nur irgendwie unfair an, wenn man zu dritt auf einen Endgegner einhaut. Besonders störend finde ich die künstliche Intelligenz allerdings auf Stealth-Missionen. Okay, Leute. Dieses Mal lassen wir die Katanas leise flüstern. Cool. Cool. Okay, auf los geht's. Schlag ein Löw! Ach ja, reich sind nur die, die wahre Freunde haben. Um ungestört zu schleichen, habe ich die KI irgendwann einfach zu Hause gelassen. Und so sollte es ja eigentlich nicht sein. Was sich auch komisch anfühlt, ist, dass mir kaum eine Mission in Erinnerung geblieben ist. Zu Beginn dachte ich, dass mit mir was nicht stimmt und ich mich einfach darauf einlassen muss. Aber nee, es passiert viel zu selten irgendetwas Einprägsames. Man hört nicht auf, auf beiden Seiten Leute kennenzulernen und zu beschenken, aber eine emotionale Bindung bleibt aus. Ich mochte zum Beispiel den kleinen und großen Samurai echt gerne. Wir haben in einem Dojo zusammen trainiert, das waren coole Jungs. Zig Stunden später, in einem komplett anderen Gebiet, sind sie plötzlich die Endgegner? Nach dem Kampf gibt es keinen Kommentar, Schwarzblende, Leere in mir. Gerade bei Samurai-Duellen ist doch so viel Potenzial, um Rivalitäten und echte Spannung aufzubauen, was hier leider, leider total verschenkt wird. Und dieses Gefühl, dass hier ordentlich was liegen gelassen wurde, wird stärker, je mehr Zeit ich hier verbringe. Es spricht ja auf jeden Fall für das Gameplay, das ich so lange gebraucht habe, um zu bemerken, dass hier was nicht rund läuft. Mir fällt sogar plötzlich auf, wie mich die altmodischen Nebenaktivitäten und die Optik des Spiels anödet. Und nach 70 Stunden bin ich der Suche nach meiner Zwillingshälfte auch nicht näher gekommen. Rise of the Ronin bringt mich echt an das Ende meines Lateins. Es fühlt sich alles so vollgeklatscht an, dass mir der anfängliche Appetit auf Samurai-Action echt vergangen ist. Es will alles episch wirken und ist doch nur Standard. Gelernt habe ich zumindest eines, dass mehr von allem keine Garantie für eine bessere Spielerfahrung ist, wenn das Gefühl dabei auf der Strecke bleibt. Ist doch ironisch, dass Beziehungen im Spiel eine so große Rolle spielen, die Beziehung zu mir, dem Spieler, aber so sträflich vernachlässigt wird. Und deshalb habe ich noch was gelernt. Dass die Bänder, die wir im Leben zusammen aufbauen, die Bindungen, die wir eingehen, nie für selbstverständlich genommen werden sollten. Hier und da mal teuren Menschen auch ein Geschenk zu machen, kann die Welt bedeuten.
Rise of the Ronin hat mir gezeigt, dass ich ein Team hinter und vor der Kamera habe, die zu allem Schabernack bereit sind. Und so wie Rise of the Ronin mich ermutigt hat, die Bindung in meinem Leben mehr zu pflegen, wünsche ich euch auch, dass ihr einen Schritt auf eure Kollegen, Liebsten, Familie und Freunde zugeht und sie einfach mal beschenkt. Genau, aufs Pad gucken. Was bin ich denn für ein Gamer, wenn ich aufs Pad gucken muss? Was, Mutti? Warte, bin kurz AFK. Ja, was? Ach so. Ja, hab dich auch lieb. News gibt's nie ge... Nuke. Ja, ich weiß. Okay, der Rest gibt's in Schnelldurchlauf im Ticker. Im Ticker. Ich bin immer besser. Wir wissen doch alle, News gibt's nie ge... Nuke. Ja. Ticker.